Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wie wir auf Instagram schon verkündet haben, ihr wolltet einen Vlog dazu zu Twasberdeck, Kaffee, Kuchen und Frühstück. Kommt mit, wir gehen rein. So Freunde, wie ihr sehen konntet, unser Frühstück ist da. Wir haben Zentner-Karawatte für zwei, es kostet 28 Euro. Dabei habt ihr zweimal Tee und ihr dürft euch zwei Warmspeisen aussuchen. Wir haben einmal Kavurma und natürlich, was nicht fehlen darf, Sucuklu Yumurta. Zusätzlich wählt ihr zwei Variationen von Börek aus, jeweils 8 Stück. Wir schauen, was Thors Börek kann. So Freunde, wir gehen rein, Kavurma. Ja, fehlt ein bisschen Salz. Sucuk Yumurta. Sehr gut. Keine Billig-Sucuk. Jetzt probieren wir natürlich die Highlights. Börek. Ich habe einmal mit Käse. Wir gehen rein. Der Käse ist richtig lecker, man hat außen so einen schönen Crunch, ist nicht zu fettig und man spürt richtig, wie es im Mund so zergeht, dieses Börek. Jetzt probieren wir noch eins mit Spinat. Schaut euch das mal an. Wir gehen rein. Spinat auch sehr lecker, also die Jungs verstehen wirklich was von Börek machen. Gefällt mir richtig gut. Was ich auch erfahren habe, wir haben auch Honig von Elsro. Werden wir natürlich direkt probieren. Dafür nehmen wir uns ein bisschen Butter. Dann nehmen wir uns ein bisschen Honig. Und dann gehen wir rein. Honig, eine 10 von 10. Ich werde fragen, ob die den sogar verkaufen. Sehr lecker. Natürlich haben wir auch hier frisch gepressten O-Saft. Wir haben hier noch ein bisschen Obst, ein bisschen Feigen, Gurken, Walnüsse. Wie ihr seht, ist alles hier hausgemacht und frisch. Es wird alles für euch wirklich frisch zubereitet. Es gefällt mir richtig gut. So, warum sind wir hergekommen? Wir wollten euch einfach zeigen, wo ihr mit eurer Frau, Freundin, Familie in Ruhe was frühstücken könnt, ohne dass es wirklich zu überheblich ist. Eine sehr schöne Atmosphäre, sehr schön eingerichteter Laden. Und die Jungs sind auch sehr, sehr nett. Man merkt hier, die geben sich wirklich viel Mühe. Es macht Spaß hier gerade. Wir werden jetzt in Ruhe frühstücken. Ich schiebe diese Tempeh ein bisschen mit Walnuss zusammen und rein in den Mund. Wir haben hausgemachte Quittenmarmelade. Also man merkt, die Quittenmarmelade und der Honig, dass die aus der Türkei kommen, hausgemacht sind. Ganz anderer Geschmack, den man so normal nicht kennt. Schaut euch das an. Wir haben hier auch eins mit Olive und Käse. Schmeckt gut, aber ist jetzt nicht mein Favorit von den dreien. Ich würde das mit Spinat bevorzugen, dann Käse und dann Olive. Wobei ich sagen muss, Käse und Spinat haben sich bei mir gerade ein enges Rennen gegeben. Es macht einfach Spaß, weil so kleine Häppchen sind, einfach in den Mund rein und... Jetzt bin ich auch zum Börekmeister geworden. Wir schneiden hier uns hier ein kleines Stück mal ab. Na? Schaut euch das mal an. Oh, sieht richtig lecker aus.
Also falls ihr denkt, ne, dass es wenig aussieht, auf gar keinen Fall. Wenn ich sage, ich werde schon zum Frühstücken satt, dann hat das was zu heißen. Ihr habt gesehen, ich wurde zum Börekmeister. Schön mit viel Käse. Ihr braucht euch hier gar keine Gedanken zu machen. Börek ist immer welches da. Sobald eins leer wird, kommt das neue frisch hinterher. Ihr schaut euch diesen Käse mal an. Das Aussehen täuscht, ne? Er ist noch ziemlich warm bzw. heiß. Schmeckt sehr, sehr gut. Man merkt wirklich beim Börek, dass es Schicht für Schicht gemacht worden ist. Man merkt so richtig im Mund, wie eine Schicht nach der anderen im Mund zergeht. Richtig lecker. Vor allem, wenn ihr Glück habt und es kommt warm raus. Sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir noch ein Highlight für euch. Bis gleich. So Freunde, ich zeige euch jetzt, wie man einen original türkischen Kaffee macht. Der Unterschied ist, wir werden es im heißen Sand machen. Wir haben hier eine Tasse Wasser. Machen wir schön hier rein. Dann nehmt ihr euch so eine Portion Kaffee. Jetzt mache ich noch eins für meine Frau. Zack. Jetzt gibt es zwei Unterschiede. Entweder rührt man langsam den Kaffee nach oder man lässt es erst leicht brutzeln und absacken. Wir kreisen uns. Das gefällt dir, gell, wenn ich den Kaffee mache. Hier, schaut mal bei dem. Es kommt schon langsam. Ich bin leider ein bisschen zu groß. Eigentlich sollte es meine Frau für mich machen, oder? Naja, ich bin euer Mitarbeiter. So, wir servieren uns noch Lokum. Das ist, ja, türkischer Honig. Türkisch Delight nennt man das auch. Probiert's einfach, es schmeckt gut. So, der Kaffee kommt langsam hier. Kleine Kreise. Guck mal, schau mal, komm mal rein. Kaffee hat sich schön abgesetzt. Wir machen mal beides, ne? Und hier rühre ich mal nach. Zu Hause machst du das auch jetzt. Hier schön in Bewegung bleiben. So, wir werden gleich sehen, ob ich türkischen Kaffee machen kann oder nicht. Woran merkt man das? Ob wir eine Schaumkrone hinbekommen. Das Wichtigste dabei ist, dass man es nur einmal brutzeln lässt. Boom. Türkischer Kaffee mit einer sehr schönen Krone drauf. So, jetzt genießen wir unseren selbstgemachten türkischen Kaffee noch zum Abschluss. Das habe ich richtig gut hinbekommen. Hier haben wir unser Lokum. Wir haben unser Essen aufgegessen, haben einen leckeren türkischen Kaffee getrunken, den ich natürlich selber gemacht habe. War auch richtig lecker. Ich finde, für 28 Euro macht ihr nichts falsch bei dem Set Mekka-Warte für zwei. Die Börek waren eine 9 von 10. Das Ganze drumherum sehr, sehr lecker. Ich gebe dem Ganzen eine sehr, sehr gute 8,5 als Gesamtpaket. Sehr, sehr freundliches Personal. Wie gesagt, die sind super drauf, die Jungs. Sehr lustig. Das Video wieder war was Kleines, Spontanes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst dem Video einen Daumen hoch da, kommentiert es fleißig und checkt auf jeden Fall Tuas Börek ab. Denn die Jungs verdienen das wirklich. Die sind sehr, sehr, sehr nett. Kommt vorbei, genießt es und ihr macht nichts falsch.